Bei mir hat sich das aus der persönlichen Lebenssituation ergeben. Ich habe aber einen Vergleich. Ich habe schon 9 Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Also was ich an der Selbstständigkeit genieße, das ist, dass ich mich frei bewegen kann, meine Ziele frei definieren kann, eigenständige Entscheidungen treffen kann und dass ich auch mal was Neues ausprobieren kann. Das ist sonst natürlich nicht möglich. Also ich denke, einen Plan braucht man sehr wohl, denn wenn man in die Selbstständigkeit geht, hat man ja auch man will ja seine Ziele durchsetzen und dann muss man schon genau definieren, was man will, wie man es machen will, in welchem Rahmen, in welchem Zeitrahmen. Die Finanzen müssen geklärt sein. Ich denke, natürlich ist in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft, ich will mich selbstständig machen, da muss man schon ein bisschen strukturiert vorgehen. Also bei mir ist das dann immer, da nehme ich mir immer meine Excel-Liste vor. Ja, ich denke, das macht man immer. Man macht sehr viel, jeder macht ja Fehler oder jeder lernt auch dazu, ganz einfach. Aus Fehlern lernt man ja. Das ist ja kein, der Spruch hat ja was Wahres. Selbstverständlich kommt man ja auch immer, wenn man sich selbstständig macht, immer an neue Bereiche, neue Erfahrungswerte, die man erst sammeln muss. Ob das jetzt Finanzen sind oder Buchhaltung oder sonst irgendwas. So, also gibt ja viel, da kommt man ja mit vielen Bereichen in Kontakt. Und natürlich macht man auch den einen oder anderen Fehler und den, na gut, dann bügelt man wieder aus und macht das beim nächsten Mal besser. Das lässt sich für mich natürlich schlecht sagen oder beurteilen. Also eingereicht wurde es schriftlich. Wir haben, ich denke, vielleicht war es zum einen bei uns durch das Produkt, was natürlich einen richtigen, also einen genauen Bezug zu Lübeck hatte. Zum anderen vielleicht aber auch das betrifft jetzt eigentlich schon wieder Ihre Frage vor, die Sie gerade eben gestellt haben. Da haben auch schon so ein paar Zufälle mit reingespielt. Und ich denke, die Geschichte, die dahinter stand, die ist vielleicht auch so ein bisschen ausschlaggebend gewesen. Also ich denke, man muss auf jeden Fall Herzblut mitbringen. Man muss wirklich man muss wissen, was man will. Sagte ich ja schon, was man will. Und man muss richtig dahinter stehen. Also ich denke, halbe Sachen gehen nicht. Dann scheitert man irgendwann. Man muss also dahinter stehen und muss dann ein bisschen, wie ich sagte, strukturiert vorgehen, dass man sich einen Plan macht und genau definiert, seine Ziele definiert, auch Hilfestellungen zum Beispiel in Anspruch nimmt. Das halte ich für ganz wichtig, weil es, wie ich schon sagte, es sind ja immer Bereiche, in denen man sich nicht so gut auskennt oder die man erst kennenlernen muss. Also es gibt da zum Beispiel für Existenzgründer, gibt es von der IHK, gibt es Hilfestellungen, ob das jetzt reine informelle sind oder ob da also Informationen sind oder ob das jetzt auch Finanzen sind. Also es gibt da Förderprogramme, ich glaube Förderlotsen heißen die bei der IHK. Das ist eigentlich ein ganzes Paket, aber man muss sich eigentlich darüber im Klaren sein, dass das Engagement eigentlich, das ist eigentlich Grundvoraussetzung, wenn man hinter seiner Sache steht und dann guckt man zum Beispiel auch nicht auf die Uhr. Also es ist natürlich der Unterschied zum Angestelltenverhältnis, naja, man kennt diesen Spruch ja, selbst und ständig arbeiten. Natürlich arbeitet man auch den einen oder anderen Tag mal länger. Man hat zwar dann die Freiheit, auch vielleicht am nächsten Tag zu sagen, okay, heute ist es so heiß, heute gehe ich mal eine Stunde früher. Aber grundsätzlich, aus meiner Erfahrung heraus, steht man eigentlich so dahinter, dass man eigentlich mehr arbeitet als seine 8 Stunden. Ich muss gestehen, da bin ich vielleicht nicht unbedingt Vorbild, weil ich bin in Gedanken eigentlich sehr viel bei der Arbeit. Und einen Feierabend zu machen, fällt mir ziemlich schwer. Das kann ich jetzt stundenmäßig gar nicht bemessen, weil ich gucke einfach nicht auf die Uhr. Ne? Und es kann auch sein, dass ich auf dem Nachhauseweg oder zu Hause, dass mir noch der eine oder andere Gedanke kommt und ich dann abends um 8 Uhr schnell mal an den Rechner gehe und das dann nochmal schnell eine E-Mail schreibe. Das kann sehr wohl passieren. Aber grundsätzlich sind es mehr als 8 Stunden. Davon kann man ausgehen. Aber man empfindet es eben nicht als Arbeit, weil das ist einfach das eigene Projekt.